André war nach dem Tod von seiner Mama schwer traumatisiert. Er hat Jahre gebraucht, um sich zu integrieren und ein normales Leben zu führen. Zum ersten Mal in seinem Leben läuft alles so, wie es soll. Ich will ihn ja nicht verhaften. Ich will nur mit ihm reden. Ja, über seinen Bruder. Aber es war eine bewusste Entscheidung von uns, den Kontakt zwischen den beiden abzubrechen. Hören Sie, ich will ja jetzt gar nicht die großen Geschütze auffahren. Aber wenn ich will, dann kriege ich einen Beschluss. $275.000. Woher hatte mein Mann so viel Geld? Ja, das wäre echt mal interessant. Ich hab noch nicht mehr gewusst, dass der ein Konto in der Schweiz hat. Aber Sie haben gewusst, dass Sie alles erben. Ich hab meinen Mann nicht umgebracht. Und schon gar nicht wegen Geld. Vielleicht wegen einem Herrn Stubenmeier? Wie kämen Sie da drauf, dass der Werner und ich... Frau Jäckel, wir wissen das. Der Frank hat sie völlig abkapselt. Kuba hier und Domrep da und dann der Laden immer bis spät in die Nacht. Ich hab mich einfach einsam gefühlt. Wie geht's dir, Thomas? Gut, gut. Bist du mit deinem Buch weitergekommen? Du, ich schreibe im Moment ein Manual nach dem anderen für Malte. Ich komme gar nicht dazu noch. Ja, dann? Gut siehst du aus, Nadine. Hast ein bisschen zugelegt, oder? Das steht dir. Fraulich. Mach's gut, Thomas. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Grüß mal Rolf. Sie haben uns angelogen, Frau Wirt. Wir haben die Aktiendepots in der Schweiz gefunden. Auf dem Depot Ihrer Schwester ist ja ordentlich viel Geld drauf. Davon habe ich nichts gewusst. Sie lügen schon wieder. Nach dem Tod unserer Mutter hat die Bank uns kontaktiert. Da haben wir zum ersten Mal von den Depots erfahren. Da war die Freude wohl groß. Ja, war sie zuerst auch. Auf meinem waren 70.000 Euro drauf. Ach so, da hat sich ja das Depot ihrer Schwester deutlich besser entwickelt. Du dreckiger Bulle! Los, besorg's mir! Romana. Romana, ja. Sag mal, können wir das mit dem Verhaften vielleicht einfach überspringen? Weil das Dienstliche, das macht mich einfach nicht so an. Magst du lieber nett und freundlich? Ja, kennst mich ja. Ich bin eben eher der freundliche Typ. Lass uns das alles nochmal durchgehen, ja? Wir müssen an einem Strang ziehen, verstehst du? Okay. Schlechte medizinische Versorgung, auf Dauer geistige Verödung, viel zu viel Sonne. Wie oft denn noch? Und? Ja, das reicht nicht, du kennst sie doch. Schatz, jetzt konzentrier dich mal ein bisschen. Robert, deine Mutter weiß ganz genau, dass ich jetzt keine Kinder will. Das kauft die mir nie im Leben ab. Ja, ich meine, gelogen ist ja nicht. Irgendwann haben wir doch Kinder. Schatz? Ja, möchte ich auch. Aber ich finde, wir sollten erst unser eigenes Leben auf die Reihe kriegen, bevor wir an Kinder denken. Dann nehmen wir halt ein höheres Darlehen auf. Wie viel Eigenkapital wollen die denn? Du warst doch auf der Bank. Marion, wir sind faktisch pleite. Was? Die Software, totaler Mist, absolut unverkäuflich. Aber wieso pleite? Ich habe auch noch einen Job. So, was glaubst du eigentlich, was das alles kostet? Es reicht doch hinten und vorne nicht. Ich meine, der Wagen ist geleast, der Urlaub letztes Jahr, der Brillantring. Die Flüge hierher haben auch einiges gekostet. Das sagst du mir erst jetzt. Du bist sowas von feige. 6 Tage am Stück. Sie brauchen dringend einmal eine Auszeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Arbeitszeiten auf dem Prüfstand stehen, Herr Staller. Hansi. Ja, der Hupsi sagt da, Hansi. Sehe ich das richtig, dass Sie morgen frei haben? Ich habe da noch was für Sie, Herr Staller. Ach so, der Antrag zur Organspende. Ja, ich glaube, meine Blutkörperchen, die müssen sich erst einmal erholen. Stellen Sie doch mal vor, ein Teil von Ihnen, der wird irgendwann mal in mir weiterleben. Ja, das
Kann ich mir gut vorstellen. Da kann ich nichts dafür, wenn du von der Drum oder von der Trent oder von was weiß ich daherkommst. Und meinst, dass die jeder versteht. Verkaufen Sie mir jetzt zwei Bier oder nicht? Du, gell? Brauchst du nicht schnappen, wir haben das, weil du Kaffee willst. Auf die zwei Flaschen ist schnell geschissen, mein Lieber. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Mein Mann hat einen Tisch bestellt. Ihr Mann. Und wie heißt Ihr Mann? Dressel. Oder Wessel. Oder sowas in der Art. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hey! Was ist denn jetzt los? Warten Sie, ich stell's aus. Also das ist ja... Was hat er sich denn dabei gedacht? Violetta, das tut mir sehr leid. Halb so schlimm. Dass Michel kein Heiliger ist, habe ich mir fast schon gedacht. Also der ist doch sonst nicht so... In der Schule haben mal ein paar Idioten beim Duschen Fotos von mir gemacht und sie dann ins Internet gestellt. Dagegen sind Michels Bilder echt harmlos. Er hat heimlich Fotos von dir gemacht? Ja, so heimlich nun auch wieder nicht. Ich habe sie gerade gefunden. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Als ich aufgewacht bin, hat mein Schmuck gefehlt. Sogar die Uhr, die ich an dem Arm getragen habe. Die muss er mir im Schlaf abgemacht haben. So nah ist er mir gekommen. Der Beamte, ich. Ich habe ihm angesehen, was der sich gedacht hat. Eine Besoffene, die den falschen Kerl abgeschleppt hat. Ich muss die ganze Zeit dran denken, was der mit mir vielleicht gemacht hat. Und ich komme mich überhaupt nicht wehren. Woher wussten Sie, dass Miles infiziert war? Sie hatten beide Kontakt mit den Infizierten. Das genügt schon. Sie wussten es nicht. Sie haben ihn einfach erschossen. Ohne ihm eine Chance zu geben. Das alles nur wegen ihrer verdammten Forschungsgelder. No one told you it's going to be easy. Bloody maybe, but not easy. No worries. I'll never be free. But some of them I'll meet in hell.